Ah, da ist einer. Okay. Da ist was. Bücher. Das muss das Tagebuch sein, von dem Matthew sprach. Beeindruckend, wie gut er sich mit dem Inventar der Villa auskennt. Eigentlich ist es ja unerhört, das Tagebuch anderer zu lesen. Richtig. Deswegen tut ihr das nicht. So, und ich schieb nochmal. Müsste passen. Allerdings müssen die Ermittlungen weitergehen. Also, jetzt kommt's. Blätter, Blätter, Blätter. Die Qualität der Fertigung ist außergewöhnlich. Es erinnert mich an meine süße Viola zu Lebzeiten. Was glauben Sie, ist dieses S, von dem der Baron spricht? Ich hab's! Wie heißt sie? Dahlia ist in Wirklichkeit ein Roboter. So. Zumindest glaube ich das. Flora scheint es gar nicht zu mögen. Ich beobachtete mehrmals, wie sie davor weggerannt ist. Sie verbringt inzwischen mehr Zeit an Violas Grab als irgendwo sonst. Ich habe leider die Vermutung, dass sie sich nie mit ihm anfreunden wird. Ich kann es ihr nicht verübeln. Schließlich habe ich seine Persönlichkeit verändert. Es tat mir sehr leid, Flora dieser Veränderung auszusetzen, aber ich konnte es nicht mehr mit ansehen. Viola, du bist unersetzlich. Du bist meine erste, meine letzte, meine einzige große Liebe. Och, wie schnulzig. Habe ich seine Persönlichkeit verändert? Was auch immer damit gemeint ist, es ist sicher wichtig. Vor 2 Tagen hatte ich einen Zusammenbruch und bin seitdem bettlägerig. Ich fühle mich, als hätte ich meine Flora als Vater enttäuscht. Ich hoffe, wenn ich fort bin, können die Dorfbewohner sie umsorgen, so wie ich es bisher tat. Er muss sehr krank gewesen sein. Mir bleibt wohl nicht mehr viel Zeit und ich muss mich bald von meiner kleinen Flora verabschieden. Es liegt nun alles in Brunos Händen. Flora, ich bete, dass du in mein Leben zurück... dass du in deinem Leben glücklich wirst. So, ja. Ich hinterließ einem alten Freund eine Botschaft, in der die geheime Stelle aufgezeichnet ist. Ich wünsche mir sehnlichst, dass der goldene Apfel gefunden wird und der Finder meinen Wunsch erfüllt. Okay. Professor! Baron Reynolds alter Freund, wir müssen diesen alten Freund ausfindig machen, Luke. Professor, wie sollen wir nur diesen Freund finden, wenn wir bloß das Tagebuch als Anhaltspunkt haben? Haha, wie ich immer zu sagen pflege, das Glück liegt oftmals auf der Straße. Wir müssen einfach jeden hier befragen und Hinweise sammeln. Wie bitte? Also ich meine, Sie haben natürlich recht, Professor. Machen wir uns an die Arbeit. Doch natürlich muss jede gute Ermittlung auch gut geplant sein. Fangen wir damit an, Ingrid ein paar Fragen zu stellen. Offenbar weiß sie einiges über den Baron. Ich will wieder Rätsel. Mano. Hier gibt's keine, wie es aussieht. Schade. Gibt's jetzt was Neues, oder? Ich muss meine Gedanken... Ja, okay. So, und der will bestimmt wieder die Junggesellinnen, die ich finde. Ja. So, und der will mir wieder weismachen... Nö. Vergiss es. Misch den hier ein, Alter. Ja, warum stehen die dann überhaupt da? Die sollen sich verziehen, wenn sie nichts zu tun haben oder zu sagen. Ist doch wahr. Oh, da ist mal wieder... Die ist aber... Warum ist sie da? Ayman Abdallah wird uns helfen, das zu lösen. Nein, Professor Leighton macht das schon. Oh, Nasima, einer an Professor Leitung, nicht wahr? Mein Name ist... Lapschaos, gnädige Frau. Oh ja, richtig, Professor Lapschaos. Da wir so viel über die Villa geredet haben, wurde ich ganz nostalgisch und dachte, ich sehe mal vorbei. Aber reden wir nicht über mich. Sie sehen so aus, als läge Ihnen eine Frage auf dem Herzen. In der Tat. Wir wissen vielleicht, wer zum engeren Freund... wissen Sie vielleicht, wer zum engeren Freundeskreis von Barack Obama... Nein, Baron Reinhold gehört. Sein Freundeskreis? Nun, er ging nie besonders unter Leute, wenn Sie verstehen. Tut mir leid, mir fällt da niemand ein. Halt, Moment mal, ich glaube, Zappone ist manchmal zu Besuch in die Villa gekommen. Professor, meinen Sie vielleicht den, mit dem wir gesprochen haben? Nein, ach Quatsch. Stimmt, der Herr mit dem feschen Zwirbelbärtchen. Wir sollten ihn fragen, ob er weiter weiß. Ich wette, er steht immer noch an der Weggabelung hinter dem Glockenturm. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wieder kein Booträtsel.
Blindpesenrätsel. Mal gucken. Bla bla bla. Nö. Da was drin. Ich guck ja alles durch. Muss ja. Ist hier irgendwas noch? Da. Irgendwo. Nee, vielleicht auch nicht. Der hat eine Fährte aufgenommen, aber was heißt das dann immer? Manchmal finde ich was, manchmal finde ich nichts und dann auf einmal finde ich doch was. Nein, keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht. Ich müsste mich mal informieren, was das mit dem Hund auf sich hat, aber naja. So, Vermisstenanzeige. Nee. Ja, ja, okay, 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 ich gehe ja schon. Hat der wieder was zu sagen oder ist er auch bloß wieder, voll unfreundlich? Man hört nichts Gutes über diesen Turm. Ja, okay. Vielleicht hat ja Herr, wie heißt er noch, Schnobert was für mich. Hehehe, was ist los? Nein, wieder nix. So, Pension. Danach gehe ich zum Auto. Hier ist nix. Nö, dann lassen wir das. Ah, ey, schon ewig kein Rätsel mehr gehabt. Den ganzen Part wahrscheinlich. So, Auto. Auto, Auto, Auto. Nicht mal das Leighton-Mobil würde es über den Fluss schaffen. Ja. Okay. Das ist doch doof. Ich meine, ich muss ja überall gucken, damit ich nichts auslasse, aber wenn dann nirgends was ist, das ist doof. Das macht keinen Spaß. So. Der ist bestimmt einfach immer nur noch hungrig oder so. Ja, sage ich ja. So, ist die irgendwie anders. Bla bla bla. Hetzen. Mhm. Da drin hatte ich ja eigentlich schon so ziemlich alles, aber vielleicht hat der wieder was. So. Rätsel sind für heute leider immer noch aus. Manno, ich will noch eins machen, mindestens. Mindestens. Da hinten ist bestimmt nichts, der ist geschlossen. Aber trotzdem, gucken wir mal. Nee, nix, gut. Ach, ey. Wenn's einem wenigstens gesagt wird, wo man ungefähr was finden könnte an Rätseln, dann wäre das schön. Aber jetzt gucken wir mal hier. Hm. Nee, 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 nee. Wahrscheinlich sind innerhalb eines Kapitels oder sowas. Ah, da ist er ja. Ah, mon frère, Jean Rer Blair. Befreundet mit dem Baron? Es stimmt, ich hatte da mehrmals das Vergnügen, den Baron zu treffen. Sie würden also nicht sagen, dass sie beide eng befreundet waren? Wir beide? Befreundet? Ah, ah, ah. Nein, leider nicht. Fällt Ihnen vielleicht irgendjemand ein, der dem Baron nahe stand? Nein, so genau kannte ich ihn nicht. Nun, nein, so genau kannte ich ihn nicht. Nun, es gab da natürlich noch. Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich schätze, Zapone kann uns auch nicht weiterhelfen. Ja, ich fürchte, er war keine große Hilfe. Nun, damit wären wir wohl wieder am Anfang gelandet. Aber zumindest ist sicher, dass dieser enge Freund des Barons hier aus St. Mystère stammt. Wir dürfen nicht aufgeben, Luke. Lass uns weiter herumfragen. Geht klar. Hier ist wieder nix. Da ist dieser Hund, aber warum? Was? Wo? Und überhaupt? Bleh. Ich kapier's nicht. Ich kapier's ganz und gar nicht, was der Hund von mir will. Aber ist ja mein Problem. Ah! Weggedrückt. So weit runter wollte ich nicht. Ah, cool. Hinweismünze. Vielleicht nimmt er auch Fährten auf, wo mal Sachen waren und dann ist auch nicht gut. Ha. Na jedenfalls, was hat der zu sagen? Ich gehöre nun mal nicht zur freien Gesellschaft, Mit Baron Reinhold habe ich nie ein Wort gesprochen. Nun, Jungchen, ich würde gern noch etwas plaudern, aber ich bin sehr müde und muss mich hinlegen. Fühlen Sie sich etwa nicht gut? Ich bin nur furchtbar erschöpft in letzter Zeit. Das liegt an dem Lärm in dem Turm. Wisst ihr, das Grollen hält mich vom Schlafen ab, so laut ist es geworden. Wissen Sie, was genau es mit diesem Grollen auf sich hat? Gerüchte halber verschwinden jedes Mal, wenn dieser Lärm zu hören ist. Verschwindet. Ein Mensch in St. Mystère. Angeblich erwischt es immer diejenigen, die zu jener Zeit über Erschöpfung und Müdigkeit klagen. Aber all die Verschollenen tauchen stets bald darauf wieder auf. Das kann also nur blanker Unsinn sein. Ja, und dann fühlen sie sich besser. Ich glaube, das ist ein Arzt, der die verschleppt.
Jedes Mal, wenn es aus dem Turm rumort, verschwindet also ein Mensch. Interessant. Meinen Sie, das seltsame Grollen hat etwas mit dem alten Mann zu tun, der Ramon entführt hat? Das ist sicherlich möglich, aber wieso sollte er seine Opfer freilassen, nachdem er sie erst umständlich entführt hat? Weil er sie gesund pflegt. Darum. Hat der wieder was zu sagen? Oder ist... Croton macht das beste Essen der Welt, bla bla bla. Schön für dich. Alter, mach doch mal was Sinnvolles. Außer fressen, ey. Echt, du bist noch dick. So. Was haben wir hier? Ah, Entschuldigung, ihr da. Ja, ihr. Meinen Sie uns, werter Herr? Ja, euch meine ich. Das hier ist doch eure Blumenvase, oder? Ich habe für euch darauf aufgepasst. Oh, eine Blumenvase. Cool. So etwas hat noch nie jemand an meinen Stand stehen lassen. Hey, guck mal, auf der Seite da steht jemand.